als alleinerziehende Kind und Job unter einen Hut zu kriegen, das bringt manche schon an die Grenze ihrer Kräfte. Aber allein mit Kind eine Ausbildung machen, fast unmöglich, meint man. Aber wenn man die richtige Beratung hat, ist das durchaus machbar. Wenn Sie vielleicht mit dem Gedanken spielen, dann schauen Sie sich jetzt mal unser Mutmachbeispiel an. Eine alleinerziehende Mutter aus Münster macht eine Teilzeitausbildung zur Krankenschwester und das funktioniert. Guten Morgen, Lerner. Wolltest du nicht schon aufstehen? Noch 10 Minuten. Ich muss aber gleich los. Es ist 4:05. Anne Sumpmann muss zur Frühschicht ins Krankenhaus. Vorher weckt sie noch ihren Sohn, auch wenn der noch 2 Stunden schlafen könnte. Und ihm war das bisher immer lieber, dass er mit mir aufsteht, damit er mich zumindest noch kurz sieht. Anne Sumpmann lebt allein mit ihrem Sohn. Leander ist 9, geht in die 4. Klasse. Kein kleines Kind mehr, aber doch 2 Stunden allein zu Hause, bis er dann zur Schule fährt. Haben Sie da nicht ein mulmiges Gefühl, den Leander morgens alleine zu lassen? Nee, er ruft mich an, wenn was ist. Und genau. Und zur Not, unsere Nachbarn kennen wir hier auch ganz gut, ne? Ja. Dann würdest du da einfach rübergehen, ne? Ich krieg das wohl schon hin. Ciao, ne? Ciao. Hab dich lieb. Bis nachher, ich hol dich ab, ne? Ja. Ciao, Leander. Die 37-Jährige fährt mit dem Fahrrad zur Arbeit. 8 Kilometer, ein Auto kann sie sich nicht leisten. 6 Uhr am Clemens-Hospital in Münster. Hier macht Anne Sumpmann ihre Ausbildung zur Krankenschwester. Ein Traumjob, nach vielen Umwegen. Mit Mitte 20 wollte sie noch was ganz anderes, hat Kunstgeschichte und Germanistik studiert, dann wurde sie schwanger. Kunst interessiert mich immer noch und auch Literatur. Allerdings möchte ich definitiv mit Menschen zusammenarbeiten und in einem Team. Das war für mich das Allerwichtigste, wo ich Spaß dran habe, wo ich bleiben kann. Also es ist ein Beruf, in dem ich alt werden kann. Hier im Krankenhaus weiß man die Verbindlichkeit der älteren Auszubildenden zu schätzen. Häufig haben wir junge Schüler, die gehen meistens nach der Ausbildung auch studieren. Die Teilzeitkräfte, die haben sich meistens festgelegt und möchten halt dann auch gerne in dem Beruf bleiben und sind natürlich fürs Haus dann einfach auch super Kräfte. Eine Ausbildung in Teilzeit, nur das war für Anne Sumpmann mit ihrem Sohn machbar. Statt 3 hat sie 4 Jahre Zeit, muss nur 30 Stunden die Woche arbeiten. Der Nachteil, weniger Geld. Das ist schon definitiv schwierig. Erst recht, weil sich da auch erstmal niemand so wirklich für zuständig gefühlt hat. Das ist ja eine schulische Ausbildung, deswegen ist die Berufsausbildungsbeihilfe nicht verantwortlich. Das BAföG-Amt sagt aber auch nein, weil es eine Ausbildung in Teilzeit ist. Deswegen kriegt man so vom Amt noch Geld dazu. Wenn sie nicht gerade arbeitet, geht Anne Sumpmann hier zur Schule. Die Zentralschule für Gesundheitsberufe in Münster ist eine der ersten in Deutschland, die neben Vollzeitklassen für die jungen Schüler Teilzeitklassen speziell für Mütter anbietet. Wir haben uns 2010 bereits hingesetzt und haben überlegt, wie wir diesem Fachkräftemangel entgegenwirken können. Und haben dann geschaut, wo sind noch Ressourcen, die wir entsprechend eben bewerben können, um in den Pflegeberuf hereinzukommen. Anne Sumpmann hat es bald geschafft. Im Frühjahr schreibt sie ihr Examen. 4 Jahre Schichtdienst, Schule, Hausaufgaben, endlich vorbei, meint auch der Sohn. Ich freue mich, wenn sie damit fertig ist, weil dann könnten wir vielleicht mit den Hausaufgaben erstmal Schluss machen und vielleicht können wir dann auch mehr Zeit verbringen. Vielleicht, sie muss aber auch mehr arbeiten, aber das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Zu Gast bei uns im Studio ist Carola Römer von der GEBA, das ist die Gesellschaft zur Berufsförderung und Ausbildung. Guten Abend. Guten Abend. Wie beraten Sie, wie helfen Sie solchen Frauen wie ihr? Ja, wir beraten sehr vielfältig. Wir gucken natürlich erstmal, welcher Beruf soll es denn überhaupt sein? Was für Kompetenzen habe ich? Was liegt mir? Worauf habe ich Lust? Und dann kommt natürlich die ganz andere Geschichte. Habe ich alles organisiert, damit mir das überhaupt möglich ist, wie wir auch gerade schon im Film gesehen haben? Habe ich eine gute Kinderbetreuung? Wie funktioniert das, auch wenn ich mal vielleicht mal später arbeiten muss? Das sind alles Themen. Und natürlich auch sprechen wir mit Arbeitgebern. Viele kennen leider immer noch nicht die Teilzeitausbildung. Und dann klemmen wir uns ans Telefon und telefonieren, sprechen mit denen. Sie wird Krankenschwester. Was gibt es alles für Berufe? So mal einen kleinen Überblick von bis. Fast alles? Völlig egal. Man kann in jedem Beruf eine Teilzeitausbildung machen. Bei der Krankenpflege dauert es 4 Jahre, auch in der Altenpflege. In den anderen Berufen 3 Jahre. Also dauert nicht länger. Von der technischen Systemplanerin bis zur medizinischen Fachangestellten, Verwaltungsangestellte, Steuerfachangestellte, was auch immer man möchte.
Welche Chancen haben solche Leute, wenn sie total Gas geben und diese echt große Belastung bewältigen? Haben die gute Chancen anschließend auf dem Arbeitsmarkt? Vielleicht besser als ein, sage ich mal, Standard-Azubi? Grundsätzlich auch schon in der Ausbildung. Die Leute sind ja meistens auch schon etwas älter, nicht mehr ganz so jung. Die haben natürlich eine ganz andere Zielrichtung. Die wissen dann genau, was sie wollen, sind auch sehr zuverlässig und denen ist einfach bewusst, dass ein Beruf für sie sehr wichtig ist. Und sie bekommen dann auch, wenn sie nicht übernommen werden im Betrieb, auch durchaus bei anderen Unternehmen eine weitere Stelle. Klar, ob in Teilzeit oder Vollzeit. Welche Rolle spielt das Umfeld? Wir haben hier gesehen, ihr Leander, ihr Sohn macht wirklich klasse mit und ja, ist so richtig schon erwachsen, finde ich, so für 9 Jahre. Wir müssen das machen. Und ja, welche Rolle spielt das, wenn das nicht so super ist wie da? Ja, das ist natürlich ein großes Problem. Man muss sich gut vorbereiten, man muss die Kinder gut vorbereiten. Vor allem, wenn die Kinder noch kleiner sind, ist eine gute Betreuung wirklich das A und O. Denn sonst kann man einfach nicht zur Arbeit gehen, wenn man nicht weiß, das Kind ist gut behütet. Wer sich vielleicht nicht traut, was raten Sie dem? Wie kann man sich mit Ihnen in Verbindung setzen? Kostenlos ist das Ganze natürlich, ne? Ja, das ist kostenlos, weil das über ESF und Landesmittel finanziert wird. Mhm. Man kann uns einfach anrufen, man kann es im Internet suchen. Wir haben immer eine offene Sprechstunde, donnerstags von 10 bis 12. Und dann kann man sich einfach informieren. Ja. Trauen Sie sich, liebe Zuschauer, wenn Sie das vielleicht machen wollen. Frau Römer, danke für die Info. Schön, dass Sie bei uns waren. Danke. Ich danke Ihnen.